Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. Und ja, wir haben jetzt in der letzten Folge einen Kerzenhalter bekommen. Ich glaube, der war hier in dem Haus. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Doch, ich habe recht. Juhu. So, jetzt krisselt das Bild so vor sich hin. Was bedeutet das? Ah, okay. So, wir haben einen Pfeil gefunden und das war es natürlich auch. Ich verstecke meinen Pfeil auch immer hinter einem Bild, das sich freiwillig öffnet, wenn ich den Kerzenhalter umdrehe. Was machen wir mit einem Pfeil, verdammt? Was wir hier zu tun haben, ist mir sowieso ein Rätsel. Und hier versuchen wir... Ah, wir haben ja Leim gefunden, seht ihr? Da können wir auch das Ding vom Hexenbrett zusammenkleben. Nach den Notizen meiner Oma muss ich die Asche von einem Foto auf das magische Brett legen. Wir haben aber kein Foto. Das ist ein Problem eventuell. Ja, können wir das irgendwie rausschneiden oder so? Ich habe keine Ahnung. Was war hier? Hier fehlen die Seiten. Die haben wir aber auch noch nicht mal ansatzweise. Und warum glitzert das da immer noch? Verstehe ich nicht. Aber okay, vielleicht finden wir ja noch eine andere Lösung für unsere Misere. Was war hier oben noch los? Ich glaube, dass hinter dem Bild ein geheimes Versteck ist. Ja, hinter jedem Bild in diesem Haus ist ein geheimes Versteck. Ich muss einen Teil der Leinwand wegschneiden, schneiden, sodass ich nachsehen kann. Mit einem Pfeil macht sich das total super. Mit einer Scheibe auch. Streichhölzer sind am besten. Oder ein Besen. Nein, ist alles nicht so günstig. Dort müssen wir immer noch was Schweres rauffallen lassen, wo ich immer noch nicht weiß, was das sein soll. Und hier sollen wir das immer noch irgendwie nachzeichnen. Oder hier mal das... Oh, das Pulver können wir schon mal raufpacken. Sehr schön. Aber wir haben immer noch keinen Totenkreis. Stück einer Zeichnung können wir hier auch nicht verwenden. Können wir das irgendwo verbrennen? Ich habe keine Ahnung. Hier können wir auch nichts mehr machen. So, hier haben wir noch diese Statuen, wo uns eine Statue fehlt. Das ist wunderschön. So, was sagt denn unser Hinweis? Unser Hinweis sagt, wir sollen hier zum Tisch. So, Hinweis. Und was sollen wir jetzt machen? Achso, wir sollen Kerzen anzünden. Ja gut, das ergibt Sinn. Das ist ja wie ein Feuerzeug, keine Streichhölzer. Und können wir jetzt hier irgendwas verbrennen oder so? Nö. Mit einem Pfeil? Nein. Gut, okay, toll. Der Tipp hat uns geholfen, da Kerzen anzuzünden. Aber viel mehr wissen wir jetzt auch nicht. Da ist ja ein bisschen ärgerlich, ne? Können wir das hier mittlerweile irgendwie kaputt machen? Nö. Streichhölzer immer noch nicht. Schade. Ach man, ich weiß nicht, wie wir das kaputt machen sollen. Hier ist immer noch dieses Ritualbummel, wo wir das Pulver und das Brett und... Wir haben immer noch kein Foto. Moment, welches Foto wird denn da gezeigt? Das Foto von drei Schwestern. Aber auf dem Foto ist ja Gabriel mit drauf. Und dort sind nur Familienporträts, die wir uns nicht näher angucken können. Und hier ist diese komische Zeitung. Haben wir eigentlich einen neuen Tagebucheintrag? Müssen wir mal gucken. Oh, ja, nicht nur ein. Sehr schön. Spiritismus. Meine Oma und ihre Schwestern waren talentierte Medien, die den Neid einiger Leute erweckt haben. Auch wenn die Fox-Schwestern gutherzige Menschen waren, die nur anderen helfen wollten, verjagten sie die Neider. Was? Verjagten? Achso, umgekehrt. Okay. Manchmal ist mein Verständnis fürs Lesen echt, naja, ihr kennt mich ja. Wie so oft übertönte das Geschrei der Mittelmäßigen die wenigen Stimmen, die die Gabe der Schwestern lobten. Meine Oma und ihre Schwestern starben allein und vergessen. Ihre einzige Freundin war Amanda. Amanda Lancaster, die jetzt im Haus der tausend Türen lebt. Ich muss mit ihr reden. Anschuldigung. Meine Großmutter und ihre Schwestern beschuldigten John Bell des Mordes. Meine Großmutter und ihre Schwestern. Willst du mich verarschen? Das sind doch dann auch deine anderen Großmütter, oder? Ach, egal. Bell war ein Kandidat. Bell war ein Kandidat für den Stadtratsposten. Aber sie behaupteten, dass der. Das. Boah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Das ist genauso, als wenn ich lese. Mann, dass das Gespenst eines Mannes namens Tom Richardson ihn von Bellas Verbrechen erzählt hat. Wenn meine Großmutter das gesagt hat, dann glaube ich ihr. Aber Belle ist es gelungen, alle davon zu überzeugen, dass die Fox-Schwestern Betrügerinnen waren. Ich hoffe, ich kann ihre Unschuld beweisen und ihren guten Namen wieder reinwaschen. Ja, das hoffen wir doch. Meine Großmutter und ihre Schwestern haben mir Anweisungen hinterlassen, wie ich sie kontaktieren kann. Ich hoffe, ich habe genug Kraft, um eine Seance
durchführen. Genug Kraft, um eine Seance durchführen. Das lese ich jetzt nicht falsch, oder? Das ist einfach falsch. Ich muss einen Totenkreis anlegen, ein Porträt mit den Personen, die ich kontaktieren will, in dessen Mitte legen und das Porträt mit babylonischem Pulver verbrennen. Dann muss ich die Asche auf ein magisches Brett legen und kann den Geist befragen. Was haben meine Großmutter und ihre Schwestern mit Gabrielle zu tun? Das ist unglaublich. Wie haben sie sich kennengelernt? Auch wenn dieses Foto Jahre alt ist, wurde Gabrielle sieht immer noch genauso aus wie heute. Bleibt er ewig jung? Ist er unsterblich? Oh mein Gott. Ich glaube jetzt, dass Belle die Medien und die Behörden bestochen hat. Damit nahm er meiner Großmutter und ihren Schwestern jede Hoffnung und zog ihren guten Namen in den Dreck. Was für ein grausamer und egoistischer Mensch. Ja, das ist wirklich traurig. Immerhin war er nicht so behaftet wie ich. Mit so einer tollen Leseschwäche. Das ist ja echt peinlich. So, ich habe immer noch keinen Kackschlüssel. Warum nicht? Man weiß es nicht. So, was brauchen wir hier jetzt noch? Immer noch die Asche von einem Foto, wo wir kein Foto haben. Ich weiß auch echt nicht, wie ich das da rauskriegen soll, ne? Wir hatten... Wo war denn jetzt dieses Foto, was wir ausschnippeln sollten? War das hier oben? Genau. Kriegen wir das mit dem Pfeil raus? Nein, kriegen wir nicht. Das war ja auch mal wieder sowas von klar. Wo müssen wir eigentlich mit diesem Kackbesen hin? So viele Fragen, Leute. Fragen, Fragen, Fragen. Jo. Schön. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Gut, die Kristallkugel sagt, wir müssen hier lang. Dann nehme ich mal fast an, dass wir hier lang müssen. Okay, jetzt müssen wir zu den Statuen. Und nu? Oh, jetzt bin ich wieder auf zurückgegangen. Hä? Ernsthaft jetzt? Wer soll denn auf die verkackte Idee kommen, da ein Zettel an... Ach, egal. Oh, jetzt sagt er mir, einer der Figuren fehlt. Junge, so weit war ich doch vorher auch schon. Oh, dieser Kack-Pisszettel. Mann, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich hasse dich. Nicht schön, nicht schön. Die Streichhölzer werden sicherlich noch nützlich sein. Ich benötige einen Totenkreis. Ach ja, aber ich weiß noch nicht, wie ich diesen Kack-Kreis zeichnen soll. Das Spiel macht mich ein bisschen verrückt. Bisschen verrückt. Bisschen verrückt. Das Spiel macht mich ein bisschen verrückt. Verrückt. So, kriege ich das mit dem Pfeil hier durch? Nein. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal versucht, aber ich bin halt am Verzweifeln. Lasst mich. So. Habe ich immer noch keinen Plan. Wie sieht es denn hier bei unserer schicken Truhe aus? Da haben wir immer noch nicht genug Münzen. Da fehlen immer noch 5. Das Ding haben wir verscheucht. Hier drin ist leer. Da haben wir nur noch diesen tollen Brief, den wir aber schon gefunden haben. Ich versuche es nochmal mit dem Besen, nochmal mit dem Pfeil. Es funktioniert leider alles nichts. Wunderschön. Dann gehen wir... War da eine Münze? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist, aber leider keine Münze. Gehen wir nochmal zurück und gucken einfach mal, ob wir hier nochmal irgendwas, gewuppt kriegen. Ach so, schaut mal, ein Pfeil. Plums. So, jetzt haben wir Kreide gefunden. Boah, ich stand jetzt aber auf dem Schlauch, ne? Hier fehlt immer noch ein Pfeil für die Armbrust, aber das war jetzt nicht der, den wir hatten. Hier haben wir, glaube ich, schon alles gefunden. Dann gehen wir mal zurück und malen mal den tollen Kreis. Vielleicht bringt uns das ja auch schon weiter. So, dalle. Hier ins Haus. Sind wir wenigstens im Trockenen. Juhu. So, und dann malen wir jetzt mal hier einen wunderschönen Kreis. Ich wollte gerade sagen, wie, den Gegenstand kann ich hier nicht verwenden, willst du mich verarschen? So, jetzt haben wir einen Kreis. Brauchen wir jetzt die Streichhölzer? Ja, jetzt brauchen wir die Streichhölzer, okay. So, jetzt nehmen wir hier die tolle Asche von dem Foto und jetzt leuchtet das hier voll schön und wir gehen am besten mal, ne? Komisch leuchtende Sachen sind gruselig. Hier rein, dort drauf und dann streuen wir mal die Asche dorthin. So, B-S-E. B-S-E. Die Maun-Klauen-Seuche. Oh mein Gott. Was? Ah, die Schwestern. Na, hallihallo. Was geht, Leute? Erzählt mal. Was los? Hello, my child.
What a joy it is to know that our family has acquired another powerful medium who's able to not only see ghosts, but also speak with them. Our souls dream of peace, but we cannot leave this world and go to our rest until we make good on our promise to Tom. The cruel John Bell hid poor Tom's remains. Find the bones and commit them to the earth. Amanda will help you. Wo sollen wir denn Amanda jetzt eigentlich schon wieder finden? Oh, die haben alle hier Träume und Wünsche und Vorstellungen. So, was sagt denn unser liebes Tagebuch? Die Seance war erfolgreich. Früher dachte ich, ich würde nie Kontakt mit Geistern haben und jetzt sehe ich und spreche ich die ganze Zeit mit ihnen. Ich brauche nicht einmal mehr ein magisches Brett. Meine Großmutter und ihre Schwestern bestätigen mir, dass hier ein Geist spukt. Also, wo ist er? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hoffe, Amanda wird mir helfen. Ja, das hoffe ich auch. So, wir haben immer noch diese komische Scheibe und den Besen. So, wo ist jetzt dieser komische Geist? So, wir gucken jetzt einfach mal im Haus. Oh, bitte Kugel... Ja, gut, Gott sei Dank, die Kugel sagt, wir sollen ins Haus. Ich nehme mal fast an, dass oben im Zimmer denn was los sein wird. Hier nicht. Ah, schau mal einer, guck. Amanda ist da. Kate, it's good to see you again. Did you talk with Maggie? My dear friend Margaret Fox. My heart breaks when I think about how I'll never see her again. At least not in this life. Unfortunately, I'm not as gifted as you, and I can't leave this house. But I will help you. Please, take the key to the cursed house of John Bell. Yay? Juhu, wir haben Schlüssel. So, die Schlüssel sind für das Haus von dem Herrn Bell. Amanda Morris. Amanda wusste, dass meine Großmutter und ihre Schwestern keine bösen Menschen sind, aber im Gegensatz zu ihnen konnte sie das Haus der tausend Türen betreten. Sie gab mir den Schlüssel zu dem gesperrten Flügel des Hauses in der Maple Street. Werde ich den Geist von Tom Richardson dort treffen? Das finden wir raus. Galileo Mystery. So, wo ist denn jetzt das gemeinte Türchen? Ich habe keine Ahnung. Ich wette mal fast, dass wir dann hier hin müssen. Wird damit die Tür gemeint sein? Yay. So, dann machen wir mal auf. Und gehen mal hier durch. Ach, hier, wo sind wir jetzt gelandet? Wegen der Bretter kann ich das Fenster nicht öffnen. Ich brauche ein Werkzeug, mit dem ich sie entfernen kann. Nimm doch vielleicht mal den Hammer daneben. Nur so eine Idee. Oh, da muss ich jetzt echt jedes einzelne Brett entfernen. Das ist ja... ein Träumchen. So, ah, okay, das reicht anscheinend. Da haben wir dann auch eine Silbermünze. Und nu? Ich denke, wir wollen das Fenster öffnen. Nee, anscheinend nicht. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch ein Ruder bekommen. Eine Schüssel, was aussieht wie eine Bettpfanne. Einfach nett. So, der Riegel ist rostig. Ich muss ihn ölen, wenn ich die Tür öffnen will. Natürlich! Hier funktioniert einfach kein Schloss ohne Schlüssel oder vernünftiges Öl. Schüssel, Ruder, Silbermünze, Besen. Ich habe keine Ahnung, für was wir hier was brauchen. Aber gut, gehen wir mit unserer Silbermünze mal los. Da weiß ich immerhin, wo die hin muss. Bin ich ja schon mal ganz beruhigt. Ich kann was. Yay, fühle mich besser. gut, aber wo müssen wir mit dieser Schüssel hin? Können wir mit der Schüssel hier rumgraben oder so? Nö, mit dem Ruder vielleicht? Nein, wir können einfach diese Erde nicht beiseite schieben, komme, was wolle. Ha, gut, dass die aber auch schon aufgelockert ist, ne? Wer hätte gedacht, was passiert wäre, wenn die jetzt fest gewesen wäre? Wenn wir erstmal mit einem Vorschlaghammer gekommen oder, keine Ahnung, mit der Schlagbohrmaschine. Man weiß es nicht. Ach, schau mal einer, guck, was denn hier? Ich wette, das ist ein geheimes Versteck. Ich brauche einen Schraubenzieher, sodass ich den Sitz entfernen kann. Toll. Noch was gefunden, was eines Werkzeugs bedarf. Ist ja ein Träumchen. Brauchen wir hier noch irgendwas? Das haben wir rausgeholt. Mit einem Ruder hier irgendwo. Die Tür zum ausgeraden Zimmer ist verschlossen. Meine Abenteuer endet wohl hier. Ja, das hätte ich mir jetzt auch denken können, aber vielen Dank. Gehen wir einfach mal wieder raus. So.
und überlegen, wo wir eine Schüssel, eine Ruder, irgend so ein komisches Bummel. Können wir das mit der Schüssel aufbrechen oder mit dem Ruder? Nein. Oh Mann, ey, das ist so gemein. Ich würde hier gerne weiterkommen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel sagt nö. Pech gehabt. So. Hier das, oh mein Gott, Gabriel. Da ist immer noch das mit der Harfe. Okay, gehen wir nochmal hoch. Achso, da sollen wir etwas Schweres rauffallen lassen. Die Schüssel vielleicht? Nein. Das Ruder? Nein. Die Scheibe? Nein. Den Besen? Gut, da kommen wir also auch noch nicht dran. Mit dem Ruder das wegmachen. Mit der Scheibe? Nein, alles nicht möglich. Ist einfach schön. So, da haben wir immer noch kein Figürchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ihr auch nicht, denn wir machen hier erstmal an dieser Stelle Schluss. Oh. Vielleicht wisst ihr ja schon, wie wir hier weiterkommen. Aber wie es tatsächlich weitergeht, sehen wir dann erst am Freitag. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns hier hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.